Ja, servus Leute. Wir haben noch 5 Tage Zeit, 6 Tage Zeit zum Fahrerbobahn-Treffen, also wenn wir losfahren. Ne, wir fahren ja eine Woche früher los. Und heute, richtig geil, hat an seinem freien Sonntag gesagt, er kommt rum und hilft mir. Und vielen Dank dafür, Pyro. Gute Bitte, bitte. Pyro, dass du mir hilfst. Und hier die Arbeit, die ich nicht machen will, machst. Nein, Spaß. Es ist halt so viel zu tun. Es ist draußen, es ist warm. Ich habe einen Schirm aufgestellt. Pyro macht mir hier hinten eine Box fest. Oder zwei Boxen. Weil der Plan ist halt, hier kommt noch ein Kühlschrank drauf und das Wasser dann drauf. Das habt ihr dann alle schon gesehen, deswegen kann ich das bei dem Video hier erzählen. Und dann werden wir, wenn wir dann irgendwo unterwegs sind, halt wird das unser Tisch auch, dass wir auch schön dinieren können. Genau. Also nochmal vielen Dank, Pyro. Bitte. Genau. Ich gehe jetzt wieder rein und mache innen drin weiter. Ich muss nämlich Gas geben. So, ich wollte kurz zeigen, wie ich das mit den Lüftern machen. Also mache ich. Ich habe mir da diese Abdeckung gedruckt. Also nicht komplett, nur die Umrandung, die ist so ein bisschen schräg. Und dann habe ich oben drauf jetzt was an Plastik, an ABS geklebt. Ne? Und jetzt habe ich hier so Einnietmuttern reingemacht. Oh. Wird auch klar, genau. Einigmuttern sage ich schon mit, die drückt man mit dem Lötkolben rein. So, dann habe ich das einmal vormontiert. Das ist eh ganz wichtig immer. Hab so ein bisschen Luft drumherum abgeklebt, hier mit Kreppband, weil ich werde das ja jetzt einkleben. Und ich zeige euch die andere Seite, wie das dann passiert. Genau, so sieht das dann aus. Und jetzt kann man das halt abziehen mit dem Finger und zieht dann das Kreppband ab und hat dann eine schöne, saubere, gerade Kante. Ja. Komm hier, komm, mach Peng. Komm, Peng. Ja, komm, Peng. Oh, mein feiner Bibubär. Guck mal, meine Heizung ist da. Meine Heizung. Meine ganz mobile Heizung. Und mein Nachbrennerantrieb. Ja, wenn ich es nicht schaffe, dann hänge ich dich einfach vorne dran. Stell mal, schöne Bär. Mein weniger. Oh, schafft's an. Willst du Gassi gehen jetzt, oder was? Wir gehen Gassi, bin ich fertig, Feierabend für heute. Jetzt kann ich erstmal saugen, deine Haare. Heute hat mir Pyro ein bisschen geholfen. Pyro sitzt da hinten, macht gerade Pause. Es war richtig geil, dass er da war. Zum Glück war er da, weil der Pyro hat richtig Ahnung gehabt, wie man sowas verklebt. Ich hasse es, ich werde da aggressiv, wie man diese Sachen hier verklebt. Man sieht zwar jetzt ein bisschen Kanten und so, aber mir gefällt es eigentlich. Und es ist unglaublich, was das dämmt. Hier ist ein ganz anderer Sound drin. Ne? Es ist eine ganz andere Temperatur hier drin. Während zu zweit hier drin haben wir es ja irgendwie reingeklebt und es war verdammt warm. Ja, ich bin froh, dass wir jetzt so weit sind. Ich mache morgen den Rest, die ganzen Kleinigkeiten alleine. Und dann kommt er raus und kommt aufs Fahrgestell und dann habe ich so alles gerade so geschafft. Hoffe ich mal. Pyro hat mir heute hier auch nochmal richtig geholfen, weil also wir haben halt richtig Gas gegeben. Wir haben jetzt 20 Uhr. Er war ab mittags da. Richtig geil. Steht sein Rad. Und er hat hier hinten nochmal die Kisten dran gemacht. Es ist halt so ziemlich viel Arbeit, wenn man das kurz vor knapp macht alles. Ja, aber Porno einfach. Ja, gute Leute. Wie immer habe ich nicht auf Play gedrückt. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Ich mache jetzt mal die Lüfter aus. Erst, damit man mich besser versteht. Es ist total lustig, wenn ich die Lüfter ausmache, geht das an. Warum auch immer. Naja, wurscht. Also, ich wollte euch mal zeigen, wie das jetzt mit der Dämmung aussieht. Ja, ich habe ein bisschen gestückelt, ich wollte ein bisschen sparen. Es ist verdammt cool. Ja, ich wollte euch eigentlich zeigen, wie es komplett ohne Anbauteile aussieht, aber ich habe mit meiner Mutter telefoniert. Mal an der Stelle. Und während ich mit meiner Mutter telefoniert habe, habe ich dann die Anbauteile hier dran gemacht, die Lampen oben dran gemacht und die kleinen Netze. Genau. Jetzt verkabel ich das noch. Bei den Lampen muss ich mal gucken, ob ich da jetzt Lust drauf habe. Schlimmsten Fall taugt jetzt, tut jetzt erstmal Handy. Licht dann später, weil ich habe nicht mehr die Zeit und wir haben heute Montag, am Sonntag geht's los. Ich habe noch heute und am Freitag Zeit, hier dran was zu schaffen. In der Zwischenzeit muss ich arbeiten gehen, Samstag mache ich auch was anderes. Genau, und deswegen verkabeln, Tür wieder rein
Ja, hier oben nochmal eine Dichtung dran machen und raus und dann auch noch verbinden. Das dauert auch nochmal ein bisschen. Also, weiter geht's. Jetzt bin wieder mal ein bisschen gefrustet, weil es mir alles auch mittlerweile zu viel. Ich habe hier alles angeschlossen und der Solarregler, der hat hier drinnen schon funktioniert. Und ich depp wahrscheinlich dann beim Einstellen, habe ich den kaputt gemacht, weil man muss den, glaube ich, also man muss den trennen, wenn man den einstellt. Und das habe ich jetzt nicht gemacht, in der Euphorie, dass ich mal gucken wollte, ob er hier die LEDs zum Leuchten bringt. Ja, naja, vielleicht kriege ich einen aus der Gruppe, ich habe einen neuen bestellt. Ja, so sieht es hier drin gerade aus. Ich habe jetzt hier die Bohrungen gemacht für die Schrauben vom Fahrgestell. Ja, mal gucken. Ja, so ist, denke ich, mal besser. Ich habe jetzt hier die Bohrungen gemacht, so seht ihr jetzt den ganzen Müll. Das sauge ich jetzt noch weg. Dann kann die Tür rein und naja. Hier. Das geht so nicht. Es ist nicht mehr die Zeit, um hier nachzudenken. Wir müssen handeln. Nur noch 2 Tage Zeit. Der hier Tag ist schon rum, also nur 1 Tag Zeit. Ja? Und der steht immer noch in meiner Wohnung. Hier wird jetzt gefuscht und es ist mir alles egal. Interessiert mich nicht. Das sind die Worte von meinem Gesellen zusammen. Interessiert mich nicht. Ist mir alles egal. Ich mach jetzt hier einfach den hier so hin. Als Regenanschlagkante. Genau. Abtropf, Schmutz, Geschutz. Ist mir alles egal. Oh, aber es muss schön aussehen. Das Wasser, das von oben, das bisschen Wasser, das von oben kommt, sich an die Seiten ableitet und nicht in den Türspalt reinläuft. Fachlich zu sein. Büro, er ist nicht mehr fachlich. Es ist nur die Zeit für Fusch. Wir haben keine Zeit mehr hier, Technik irgendwie Quatsch. Und ganz wichtig ist, guter Fusch, ne? Büro. Aber man sieht ja schon den Dichtgummi hinten dran. Also ja. So viel Wasser kann da eigentlich gar nicht mehr rein. Wichtig ist, guter Fusch muss nicht billig sein. Das ist eine wichtige Aussage. Die sollte man immer im Hinterkopf behalten. Hier ein Finger breit, hier ein Finger breit. So macht es der Fahrzeugbauer, wenn er keine Zeit mehr hat und keinen Bock mehr. So, c'est la vie, mon ami, gib mir irgendwas. Da ist eine Schere, guck mal, eine Schere gefunden. Ah, ein Plastikteil wäre schöner gewesen. Ah, ups. Scheiße. Ich sag ja, guter Fusch muss nicht billig sein. Ja, komm hier. Aua! Fingerabschnitte. Pass auf, und jetzt geht die Tür, wenn ich die aufmache, macht es einfach ab, dieses Dichtgummi. Oh ne, es geht dran vorbei. So. Wuff. Fertig, ist mir egal, interessiert mich nicht. Scheiß Schlösser da jetzt dran, dass das Ding raus kann. Ein rein. Das ist total schwer. Das ist nicht. Feierabend. Löcher durchbohren und festschrauben. So, das Problem ist, wir brauchen an diesen Stellen, ne, hier, ich glaube, an den vier in der Mitte.
Ah, ja, guck mal, hier hängt er. So. Also wir müssen jetzt hier nochmal Schrauben rausnehmen, die ganz, ganz nah ruhig mal angehen, Pyro, dass du das denen zeigen kannst in Pibel. Weil, ja, wir stecken das ja. Oh, das ist natürlich jetzt hier. Ah, jetzt muss ich meine ganzen Fahrradumhänge so an den klopfen. Gut, ich mach's jetzt mal falsch rum. Das sind so diese Schrauben, die passen perfekt da rein. Und, ja, die gehen jetzt nach oben und da habe ich den Löcher im Fahrgestell. Ich weiß gar nicht, ob ich das gezeigt habe bei einem anderen Video. Ja, und. Jetzt suchen wir die Löcher. Genau. Das ist nicht gut, was hier passiert, ne? Übrigens. Merkst du das nicht? Juhu, lass uns mal diesen Aufbau abmachen. Nicht immer macht man sich die Arbeit gleich leichter. Wir machen die vor allem immer erstmal schwerer. So, hier haben Nutensteine sind da alle nicht drin. Nutensteine wieder reinmachen. So. Hier kommt nachher von oben eine rein. Genau. Und hier, die kommen von unten rein. Und das hebt doch alles. So, ja, so sieht man es jetzt mal, wie es aussieht. Hier kommt jetzt das Fahrgestell drauf. Ich habe gerade gesehen, wie wir es abgehoben haben. Und das seht ihr alles da hinten bei der Kamera. Das auch. Und da kommt der Regen. Nee, wie geht der denn? Egal. Bisschen Erfrischung schadet nicht. Ja, genau. Hier haben jetzt die ganzen Schrauben, wie ich das gerade eben gesagt habe. Hier setzen wir es jetzt drauf. Die müssen wir dann halt ausrichten. Es ist halt dann einfach so. Ja. Und zwei kommen von hier vorne durch, von oben, genau. Und dann ist er da auf dem Fahrgestell. Und dann... Und falls wir nicht die Löcher finden, hier sind genügend drin. Genau. Also die Löcher sind schon im Boden versenkt, vorbereitet, die wir jetzt noch auffinden müssen mit den... Ich bin müde. Ja. So. Schluss mit lustig. Auf ein neues. Ja. Also Olli sitzt schon im Wagen drin und das Fahrgestell ist noch nicht zusammengebrochen. Das habe ich hier auch gebaut. Hat er gut gemacht. Olli hat keinen Bock mehr. Aber ey, eine Sache ist gut. Der Solarregler geht doch. Ja, hast du eine Last dran? Ja. Welche? Die Lüfter, die gehen doch an, aus, an, aus. Er produziert zu viel Saft für die Lüfter. Ja. So in etwa. So, jetzt müssen wir nur noch vorhin diese Nutensteine ausrichten. Unterlegscheiben drunter packen und festziehen. Die vier Schrauben. Die sind doch relativ stabil. Und diese Handbremsefunktion hier, die klappt auch sehr gut. Gib mir jetzt den Meter mehr. Warum gibt's mir jetzt kein Meter mehr? Gib mir diesen Meter her. Das ist der einzige Meter, yeah. Ich liebe diesen Meter so sehr. Ach, guck an, es passt so sehr. 60 Zentimeter ist wieder ein ganzer Kilometer. Wir machen das einfach 60 Zentimeter. Ah, hier passt nicht ganz, aber ist mir doch egal. Dann messe ich mal die Länge aus. Morgen ist ein Meter ein Meter. Meter ist ein Meter. Dann mein Meter ist länger wie dein Meter. Das ist ein Meter.
Meter 34 oder 1300 Pfirsich. Und hier ist es 1330. Also machen wir 1300 Pfirsich. Also an alle, wenn die Dämmung endlich drin ist, hören wir da nichts mehr. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Ich will nach Hause gehen. Scheiße, ich bin schon daheim und in meinem Fahrrad oben dran. Bin ich ja zweimal daheim. Leben wir. Nee, ich hab kein UHD-60. Nee. Pech gehabt. Aufnahme läuft. Ja, Pech gehabt. Wenn man halt irgendwo, ich kann nicht alle glücklich machen. Der eine sagt, nee, der eine hat so lange die News, der andere sagt, nein, der eine hat Bundeswehr-T-Shirt an. Und der eine sagt, nee, mein Fernseher ist, ich hab zum kleinen Fernseher oder was. Das macht ja nicht dein Problem zu meinem Problem. Du bist überhaupt kein Mann, denn Mann ist ein Mann, ein Mann. Wenn er einen Fahrradwohnwagen bauen kann. Und dann ist ein Mann, ein Mann. Sonst ist ein Mann irgendwas anderes. Aber ich weiß es nicht, was ich bin. Irgendwas bin ich ein Mann, der einen Fahrradwohnwagen bauen kann. Ich hab gar keinen Bock mehr. Weil ich brauch keine Dämmung, ich brauch kein. Also wer, na ganz ehrlich. 20 cm Dämmung. Zentimeter, wie viele schreiben, obwohl es nur Millimeter sind, verbaut. Der verreckt doch in so einem Ding. Da verreckst du doch drin. Nicht im Winter. Ey, Winter schreibst du hier auch ein T-Shirt bei dem. Wenn ich meine Heizung dabei habe, die mobile, 35 Kilo, Golden Retriever. Goldener Retriever, 35 Kilo Heizung. Nee, so geht das nicht. Ja, so sollte es gehen. Die sollte so gehen. Wann ist ein Mann ein Mann, wenn er einen Golden Retriever haben kann? Also, eigentlich produzierst du ja Technikvideos und nicht kein Content. Ruhe, ich produziere alles. Also, so technisches Gelaber wäre jetzt nicht schlecht. Nein, kein Bock jetzt. Ich will hier jetzt nicht mehr technisch Gelaber. Ich will jetzt fertig sein. Ja, technisch Gelaber. Kannst du woanders hingehen hier? Katastrophe, alles Katastrophe hier. Hier, du musst nicht immer labern, du musst bauen. Bauen, bauen, bauen. Mensch, Katastrophe hier. Kenne ich übrigens den, ne? Da bin ich aufgewachsen. Katastrophe. Kaufen wir jetzt erstmal ein Flugzeug, den ganzen Stress hier. Wenn ich den Fahrradwohnwagen gebaut habe, auf den Stress, kaufe ich mir erstmal ein Flugzeug. Ja, das mache ich erstmal. Ich mache das eh in so ein Video rein, wo 40 Minuten geht. Für den Enduro-René. Hallo, lieber René. Guck dir es nicht an. Weil du gesagt hast, es war ein bisschen langatmig. Das merke ich mir alles. Es war ein bisschen langatmig. 12 Minuten und kriegst du auf deine 58 Minuten Videos geballert, Alter. Schwör dir, Bruder. Ja, was du mit dem Material dann später machst, ist ja deine Sache. Das ist meine Sache. Oh. Schneid einfach den Ton raus und leg Musik drüber. Ah, ja, genau. Weißt du, wie oft ich das mache? Wenn ich, dann labere ich und singe und mir scheiße. Da hinten liegt eine Schere. Ich weiß, das mir alles egal. Ich will nach Hause. Fuck, ich bin zu Hause. Und zu meiner Mama. So.